Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und habe für euch heute eine neue Folge japanische Heavies dabei. Ich habe euch ja bereits vorgestellt den OI Experimental und den OI. Jetzt möchte ich euch heute vorstellen den Oni, und das ist tatsächlich der erste Panzer, wo ich sage, ja, hetzt mich nicht mit dem Grind. Ich lasse mir tatsächlich ein bisschen Zeit, weil er mir gar nicht so viel Spaß macht. Woran das liegt, das möchte ich euch kurz erklären. Und zwar, als Top-Tier ist der Panzer sagenhaft, gar keine Frage, da macht er auch wirklich Spaß und da ist er teilweise auch grenzwertig OP, auch wenn er nur eine Vorwärtsgeschwindigkeit hat von 25 km/h, so ist seine Panzerung doch als Top-Tier extrem verlässlich. Wir schauen mal ganz kurz, und das ist halt auch der Grund, warum mir der Panzer ehrlich gesagt dann in dem Grind an sich nicht so viel Spaß macht, weil ihr halt auch relativ häufig mal in 8er und 9er Gefechten unterwegs seid. Schauen wir mal ganz kurz auf die Unterwanne. 210 mm ist sie dick, so wie sie angewinkelt ist. Oberwanne nur 180 mm. Das wissen die meisten nicht, von daher ist das ganz nett, dass euch da meistens nie jemand versucht hinzuschießen. Hier drüber wird es wieder ein bisschen dicker, 208 mm. Da kommen andere 7er, wenn man jetzt nicht gerade vor einem Tiger 2 steht, vor einem T29 mit 198 Durchschlag oder einem Panther mit 198 Durchschlag, kommen andere 7er schon in Probleme und müssen im Zweifel dann Premium-Munition laden. Ansonsten, wenn wir uns mal ganz kurz angucken, diese beiden Kanonentürme hier oben drauf, 175 mm, nur dick, hier neben auch 175 mm. Sobald man hier ein bisschen weiter nach außen kommt, da wird es ein bisschen dicker, das seht ihr. Aber wenn die euch hier zentral auf diese beiden Kanonentürme drauf treffen, dann kommt ihr schon mit 175 mm Durchschlag durch. Der Turm ist wieder ein bisschen dicker, nach außen hin 240 mm, hier innen nur 200 mm, ihr seht das selber. Und sonderlich prall angewinkelt ist das Ganze auch nicht. Also, die Panzerung vom Oni als Top-Tier ist sie wirklich sehr verlässlich, aber sobald ihr in Gefechte 8er oder 9er kommt, gibt es genug Panzer, die gar keine Probleme mehr haben, euch zu penetrieren. Seitlich dieses Riesenprofil, da brauchen wir nicht drüber sprechen. 117 mm, 77 mm, also hier ist irgendwo noch so ein Spaced Armor-Bereich, 40 mm Spaced Armor. Hier drüber 70 mm nur und der Turm ganz oben drauf, 150, 170 mm ist jetzt auch nicht der Rede wert. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich habe euch jetzt ein Replay mitgebracht und das würde ich sagen, schauen wir uns an und ich bespreche mit euch ein paar weitere Charakteristika von dem Panzer. Ja, wir sind unterwegs auf der Map Prokhorovka im Top-Tier-Matchup. Das Replay ist am Freitag im Zugfahren mit Zuschauern entstanden in meinem Stream. Wir haben auf beiden Seiten eine Arti, eine M12, die kann euch schon wehtun, aber dafür müsst ihr euch natürlich erstmal treffen. Das ist jetzt beim Oni bei den Ausmaßen nicht ganz so schwer, aber solange ihr versucht, euch so lange wie möglich in Deckung zu halten, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt unnütz gespottet zu werden, wird das, denke ich, schon ganz gut klappen. Ja, der Panzer, wie gesagt, als Top-Tier macht er mir relativ viel Spaß. Ich habe ihn ausgerüstet mit der 10 cm Kanone, die hat einen Durchschlag von 190 mm. Das reicht für solche Gefechte allemal aus. Wenn es drauf ankommt, hat er noch eine zweite AP-Munition, die hat 215 mm Durchschlag. Könnt ihr hier unten auch sehen. Alpha-Schaden 330, das ist ein prächtiger Alpha-Schaden. Die Kanone ist auch einigermaßen brauchbar. Die Dispersion, also die Genauigkeit, liegt bei 0,4, die Einziehzeit 3,16. Ich habe hier einen Waffenrichtantrieb drauf verbaut, dann habe ich einen Ansetzer und Lüftung verbaut. Der Panzer kommt schon mit einer Basissichtweite von 380 Meter daher. Das ist für einen 7er Heavy auch allerhand, aber gut, dafür, dass er so hoch aus wie ein Hochhaus, kann man auch davon ausgehen, dass der Kommandant einigermaßen weit gucken kann. Wenn man es aber mit dem IS zum Beispiel mit nur 350 Meter Sichtweite vergleicht, dann ist das, denke ich mal, ein recht solider Wert, 380 Meter Sichtweite, und wenn ihr dann noch eine einigermaßen brauchbare Crew habt, dann kann man das Ganze easy über 400 Meter bekommen. Wie habe ich ihn ausgerüstet? 60 mal die Standard AP, 30 mal die verbesserte AP und 10 HE. Ich fahre ihn nicht mit der Haubitze, so wie ich ihn, oder mit der Haubitzenkanone, so wie ich zum Beispiel den OI gefahren bin, ganz einfach, weil diese Kanone hier doch sehr gut arbeitet, eine gute DPM hat, 1720 ist nicht schlecht für einen 7er Heavy. Bei dem Oho, denke ich, wird es wieder anders laufen. Ich denke, da werde ich wieder auf die HE-Kanone, auf die Haubitze zurückgreifen müssen. Auch schon in Vorbereitung dann auf den Typ 4 schwer und Typ 5 schwer. Wie schnell ich das erreichen werde, das kann ich euch nicht versprechen, weil, wie gesagt, dieser Oni-Grind schon einigermaßen, ja, schwerfällig, jedenfalls für mich ist, weil ich ja doch nicht so sehr auf so langsame Panzer stehe, die dann auch eigentlich nicht die Panzerung mitbringen, die man von ihnen erwarten dürfte.
Also gerade im 8er und 9er Gefecht, das hatte ich ja schon angesprochen, da ist es extrem anstrengend. Ihr seid auf der einen Seite sehr, sehr langsam, kommt nicht in die richtigen Positionen zur richtigen Zeit und dann haben eure Gegner auch noch nicht mal ein Problem, euch zu penetrieren. Und der Oni ist jetzt ja schon eine ganze Weile auch auf dem Markt. Das bedeutet, viele haben sich schon mit dem auseinandergesetzt und wissen, wo sie hinschießen müssen. Und das macht dann so ein Riesenschiff wie den Oni nicht gerade einfacher zu fahren. Vor allem, wenn ihr auch irgendwie einen Einfluss auf das Gefecht haben wollt, wenn ihr Schaden selber mit austeilen wollt, dann ist das manchmal schon extrem anstrengend. Die einzigen Gefechte, die mir jetzt hier wirklich Spaß gemacht haben, sind die Gefechte als Top-Tier. Und deswegen habe ich euch jetzt auch eins mitgebracht. Nicht, weil ich euch zeigen möchte, wie toll der Panzer ist, sondern damit ihr auch, während ich hier vor mich hinquatsche, zumindest ein bisschen brauchbares Gameplay seht. Und ihr seht auch selber, die Gun Depression ist auch sehr, sehr gut. 10 Grad Gun Depression, auch über die beiden Kanonentürme kommt er noch auf 10 Grad Gun Depression. Also auch das ein hervorragender Wert, damit kann man arbeiten. Aber wie gesagt, ihr seht selber, Rückwärtsgeschwindigkeit 10 km/h. Wenn ihr hier mal hochgepiekt seid, dann seid ihr auch für alles offen. Und ich kann froh sein, dass der Arti-Spieler in seiner M12 gerade, ich glaube, 20 Meter an mir vorbeigeschossen hat. Wir gucken mal ganz kurz, da hinten ist der Einschlag. Also ein gutes Stück an mir vorbeigeschossen. Ihr seht aber auch selber, wie gut die Kanone arbeitet, wie genau sie ist, gerade wenn ihr Ziele vor euch habt, die ihr penetrieren könnt. Sobald ihr dann natürlich aber in 8er und 9er Gefechte kommt, da sind dann schon Panzer am Start, die ihr auch nicht so ohne weiteres mit 215 Durchschlag, also selbst mit der leistungsgesteigerten Munition durchschlagt. Ich denke da an einen Panzer wie einen Defender, ich denke da an den E75 ST1, wie sie alle heißen. Es gibt genug Panzer in den Tierstufen 8 und 9, die schon wirklich für 215 mm eine Herausforderung sind und das ist dann aber auch wirklich schon das Maximum. Als Top-Tier hat er mit den 190, ihr seht selber, ich muss hier nicht einmal irgendwie die Munition anladen, hat er als Top-Tier mit 190 mm Durchschlag eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Und auch mit der Kanone, wenn ihr vernünftig zielt, ihr seht das hier selber, IKV 65-2 in der Fahrt auf die Entfernung, ich glaube das waren gute 300-400 Meter, auch kein Problem. Also, man kann mit ihm Spaß haben, solange man Top-Tier ist, solange die Panzerung vernünftig wirkt, gerade gegen die ganzen 7er, 6er, 5er Panzer, denen ihr dann begegnet, die haben eigentlich überhaupt gar keine Chance, euch wirklich verlässlich zu penetrieren. Und das ist dann eine Sache, damit kann ich arbeiten, da kann ich es dann auch in Kauf nehmen, dass ich nur 25 km/h vorwärts fahre und 10 km/h rückwärts. Aber wie gesagt, sobald ihr dann in diese Gefechte kommt, und ich kann das hier nur noch mal wiederholen, wo dann die Gegner den nötigen Durchschlag auf den Kanonen haben, da wird es dann wirklich, wirklich anstrengend und es ist dann so, entweder müsst ihr so passiv spielen, dass ihr eigentlich gefühlt gar nicht am Gefecht teilnehmt, oder wenn ihr dann mal versucht, ein bisschen was zu riskieren, vielleicht mit den anderen Heavys im Verbund zu arbeiten, seid ihr auch ruckzuck schnell tot, weil die Gegner natürlich dann gerne auf euch schießen. Ihr seid ein Riesenklotz, der einfach zu penetrieren ist. Also auch der Tiger P hier eigentlich keine Probleme, mich frontal zu durchschlagen mit 203 mm Durchschlag. Und das ist dann eine Sache, da wird dieser Panzer dann zum extremen Ärgernis. Über offene Karten mit Arti brauche ich gar nicht sprechen. Wir haben hier eben schon ein 500er Brett von der M12 bekommen. Gott sei Dank hat sie zweimal an uns vorbeigeschossen. Sobald dann aber mehr als eine Arti im Spiel ist, seid ihr in diesen fetten japanischen Heavys natürlich auch immer gern genommener, ja, freier Schaden. Also, so gerne ich hier eine Lobeshymne auf den Uni singen würde, muss man das Ganze dann doch ein bisschen zweigeteilt sehen. Wenn ihr Top-Tier seid, dann ist dieser Panzer ein absolutes Biest. Dann macht er wahnsinnig viel Spaß, ihn zu fahren. Also auch diese Runde hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt hier alleine gekämpft hätte, ohne meine beiden Platoon-Mates, wäre das sicherlich eine geile Runde für den Uni geworden. Aber sobald ihr dann in die Gefechte kommt, 8er, 9er, da hört für mich dann der Spaß auf. Und deswegen bin ich jetzt auch bei diesem Grind noch nicht sonderlich vorangekommen. Ich glaube, mir fehlen immer noch 50, 60 oder sogar 70.000 Erfahrungen auf den Oho. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe mir sagen lassen, bei dem Oho soll es noch ein bisschen schlimmer werden, weil ihr da entweder die normale Kanone verwendet, die aber nur maximal 215 Durchschlag hat, oder die Haubitze, und ja, da macht ihr dann auch nicht verlässlich Schaden, der Oho auch nicht sonderlich stark gepanzert dafür, dass er in 9er und 10er Gefechten kommen kann, wo ihr dann von allem durchschlagen werdet. Also, ich will euch den Spaß nicht nehmen. Ich persönlich möchte ja auch so schnell wie möglich auf den Typ 4 schwer, Typ 5 schwer, weil ich denke, da wird es dann wieder anders aussehen, gerade wenn ich so an diese Premium-HE-Munition denke, wo man noch nicht mal mehr zielen muss und 500-600 Schaden macht. Aber lasst uns kurz beim Uni bleiben. Ich würde sagen, wir schauen uns die Postgame-Stats an.
Ja, das war bis jetzt auch mein bestes Spiel im Uni. Und wie gesagt, ich habe jetzt mein Panzerass drauf gemacht. Das wollte ich euch zeigen. Aber bitte, bitte behaltet im Hinterkopf, das, was ihr hier gesehen habt, das funktioniert ausschließlich, wenn ihr Top-Tier seid. Als Mid-Tier oder Low-Tier sieht das Gameplay deutlich anders aus. Viel, viel unentspannter. 58.000 Credits haben wir bekommen, 3.971 Erfahrungen aufgrund des Tagessieges. Wir haben die Waffenbrüder-Medaille bekommen, wir haben die Cool-Headed-Medaille bekommen, wir haben Stahlwand bekommen und Großkaliber. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 3.381 Schaden, 5 Kills, 1.291 Basiserfahrung. Und wie gesagt, das war jetzt schon ein Panzerass und das war, wie ich angesprochen hatte, bis jetzt die beste Runde, die rausgesprungen ist mit dem Uni. Also könnt ihr euch vorstellen, wie die Runden ausgesehen haben, wo ich in Achter- und Neuner-Gefechten unterwegs war. Mein Durchschnittsschaden beträgt jetzt auf dem Panzer derzeit irgendwas mit 1600 Schaden. Und gerade in so Neuner-Gefechten bin ich dann froh, wenn ich meine zwei, drei Schüsse anbringe und dann erst platze. Also, der Grind hat mir beim UI Experimental extrem Spaß gemacht. Der UI ging auch noch. Der UI ist jetzt so der erste Panzer, wo ich mich wirklich durchquäle, wo der Spaß so langsam an die Grenzen kommt. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 17 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 13 Mal davon penetriert. 2320 Schaden haben wir als Top-Tier Heavy mit unserer Panzerung geblockt. Also ihr seht auch, dass als Top-Tier die Panzerung durchaus funktioniert. 1084 Unterstützungsschaden haben wir noch rausgeholt in 6 Minuten 20 und wir haben ein sattes Plus von knapp 40.000 Credits gemacht. Also alles in allem eine runde Sache. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Vielleicht hat es dem einen oder anderen jetzt auch den Geschmack auf den Grind genommen. Ich denke, dass die Neuner und die Zehner, also der Neuner und der Zehner dafür, ja, diese Schmerzen, die man vielleicht im 7er und 8er Bereich erleiden muss, wieder wettmachen. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Das nächste Video, was dann ansteht, ist der Oho-Grind. Mal schauen, wie sich der anfühlt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.